Hallihallo, meine Lieben, willkommen hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ja, ich würde euch jetzt hier für diesen Tag jetzt eine neue Botschaft reingeben, und zwar die Botschaft vom Universum. Ja, mal gucken, was euch das Universum hier mitteilen möchte. Und es möchte euch ganz schön viel mitteilen, weil die ganzen Karten, die kamen nämlich rausgesprungen. Und da gucken wir mal, was das Universum dir jetzt hier gerne durch mich, durch die Karten übermitteln möchte. Bedenke, es ist eine Kollektivlegung, kann nicht mit jedem hier übereinstimmen, aber du bist jetzt hier auf meinem Kanal, du hast diese Legung gefunden und deswegen hat die Legung dir irgendetwas zu sagen, ja? Okay, wir haben heute mit dabei das Schutzengel-Orakel von Kai Quay. Dann haben wir die Lektionen deiner Seele. Dann haben wir die Akasha-Chronik, da nehmen wir so eine weltliche Energie raus. Dann haben wir hier für die Hauptenergie das Runen-Orakel, was ich gerne verwende. Dann haben wir hier das Licht- und Schattentarot und mein eigenes Lenormand von mir selbst erstellt, und zwar das Lenormand der neuen Zeit. Das könnt ihr auch bei mir bekommen. Und das ist zwar ist das hier. Und ja, und da starten wir jetzt mal hier in die Energie rein. Ihr findet natürlich meine verwendeten Kartendecks auch unten in der Infobox. Was möchten dir jetzt erstmal so die Schutzengel über das Universum mitteilen? Was haben die Schutzengel hier zu sagen? Heilung des inneren Kindes. Oh, das wird jetzt hier für die nächste Zeit für dich wichtig werden. Möchte dir das Universum mitteilen? Es könnte sich aber auch um deine eigenen Kinder handeln, wenn du eigene Kinder hast, dass diese in Heilung kommen, dass du mit diesen Kindern hier in Liebe und in einer liebevollen Worte auch umgehst. Das kommt mir auch nochmal rein. Aber dein eigenes inneres Kind zu heilen, das ist hier ganz, ganz wichtig, dass du dein eigenes inneres Kind umarmst, dass du das heilst, dass du in dich reinguckst, was ist da noch, ja, was bereitet mir so Schmerzen? Was würde ich mir wünschen, wenn ich so ein kleines Kind wäre? Was würde ich mir jetzt in dieser Zeit geben wollen? Ja, also das alles kommt mir hier gerade durch diese Karte rein. Das war jetzt auch wichtig für den einen oder anderen. So, was sagt das Universum hier durch deine Seele? Frieden. Ich bin ein Wesen der Liebe und lasse alle negativen Energien los. Ja, also wenn es jetzt gerade hier negative Energien in deinem Leben gibt, wenn es Dinge gibt, über die du dich jedes Mal aufregst, dann lass diese Energien los und widme dich den Dingen, die dir Frieden geben. Ja, was ist hier in der weltlichen Ebene so los? Was möchte dir das Universum jetzt mitteilen? Oh, das Universum möchte dir mitteilen, dass Erzengel Michael hier an deiner Seite mit ist und er schenkt dir den Mut, die Stärke und den Schutz, den du brauchst. Also wann immer du hier diese Sachen brauchst in deinem Leben, ja, bitte Erzengel Michael darum, dir hier zu helfen. Das ist ganz wichtig. So, was erwartet dich hier jetzt in den Hauptenergien? Was sagt, ist die Botschaft des Universums? Also, hier können unbegreifliche Sachen nochmal auf dich zukommen, die so eine gewisse Herausforderung sind, aber auch schicksalshaft. Die sollen jetzt alle in dein Leben kommen. Es ist wichtig, dass du hier in den Einklang mit deiner Seele gehst. Ja, dass du die Freude wieder im Leben wiederfinden sollst. Und jetzt gucken wir mal noch hier, was noch so eine Hauptenergie ist. Und da geht es auch um die Kommunikation mit anderen Menschen. Also es könnte ja entweder eine schicksalshafte Kommunikation in dein Leben kommen, die dich zu mehr Freude bringt, und das sollst du aber weise kommunizieren, ja, das wird mir auch nochmal mitgeteilt, und es könnte irgendwas Unbegreifliches noch kommen, irgendwas, was wie so ein Geheimnis für dich oder was geheimnisvoll sein könnte. Ja, das möchte dir das Universum jetzt hier nochmal mitteilen. Wir machen weiter mit dem Licht- und Schattentarot. Oh, das ist die Erfolgskarte auch. Also die Sechs der Stäbe, du stehst im Rampenlicht. Ja, irgendeine Sache kommt hier in den Erfolg rein. Und das ist jetzt die Botschaft des Universums. Auch, dass du erfolgreich werden könntest. Ja, das möchte das Universum dir auch noch mitteilen. Okay, ja. Du bist hier wahrscheinlich wirklich fleißig an der Sache zu arbeiten. Das Universum teilt mir jetzt auch mit, du sollst hier weiterarbeiten an den Dingen, die du bereits schon machst. Das machst du ganz großartig. Du hast auch hier Hilfe mit und du machst das super. Du sollst also mit den drei der Münzen wirklich weiter hier an dieser Sache arbeiten, wo du gerade, was du gerade machst, ja?
Und du bist hier auch dein eigener Herrscher. Dein eigener Herrscher in dieser Sache. Vielleicht bist du auch selbstständig, das kommt mir ja auch nochmal rein. Ja, das können aber auch innere Themen, innere Arbeit mit dir selbst sein, so dass du jetzt selbst über dich herrschen kannst, dass das nicht mehr andere machen, sondern dass du in diese Herrscherkraft einfach reinkommst. Das teilt dir das Universum jetzt hier mit durch mich. Arbeite weiter an deinen Themen. Ja, damit du in deine Herrscherkraft richtig reinkommst. Denn hier ist die Erfolgskarte. Und hier können Neuanfänge reinkommen in dein Leben. Ja, du kannst mit dir immer wieder neu beginnen. Ja, wenn du innere Kindthemen hast, die du gerne in Heilung bringen möchtest, dann fang das an, wenn du schon lange damit beginnen wolltest. Hier kommen Neuanfänge wieder. Und hier ist noch die Hohepriesterin, ja. Die Hohepriesterin sagt mir jetzt, es gibt hier Chancen. Es gibt hier Chancen, wieder in seine eigene Freude reinzukommen, seine eigene Lebensfreude, in die eigene Spiritualität. So, dass du dich hier auch wirklich anbindest an das Universum, ja, an die geistige Welt, ja. Die Manas, das steht auch hier, ist die Manas für harmonische Verbindungen, auch Dinge loszulassen, die du nicht mehr benötigst. Das alles sollst du tun, um wieder hier in deine Herrscherkraft reinzukommen. Das teilt das Universum mit. Und hier ist der König der Stäbe. Ja, du sollst werden wie der König der Stäbe, der seine Leidenschaft lebt, der die Stärke im Hintergrund hat, der die Stärke im Rücken hat, ja, der immer wieder auch die Stärke gegenüber anderen Menschen zeigt, der nicht machen lässt mit sich, was er will, ja. Könnte aber auch ein Mensch sein, der in der nächsten Zeit dir für dich wichtig ist, ja. Das könnte auch sein, dass das Universum dir hier mitteilt, es ist wichtig, dass du hier diese Sachen jetzt, dass du in deine eigene Kraft da richtig reinkommst, um erfolgreich zu sein. Es könnte sein, dass du mit dem König der Stäbe zusammenarbeitest oder dass du diesen Menschen begegnen könntest, ja. Und deswegen ist diese Vorarbeit hier ganz, ganz wichtig. Und auch die Kommunikation wahrscheinlich mit dem König der Stäbe. Das möchte dir das Universum hier mitteilen. Okay, gehen wir mal weiter in die Tiefe rein. Und da geht es um die Zeit. Es geht um Freundschaften. Es geht um Dinge, die man mit den eigenen Kindern vielleicht nochmal anschauen soll. Es geht um Entscheidungen, die Kommunikation betreffen, die hier ein Treffen oder eine Begegnung, ja, hier nochmal, eine Begegnung kann nochmal ganz wichtig sein, die dich noch so ein bisschen im Unklaren lässt, die dir noch so ein bisschen Trubel bereitet. Ja, vielleicht auch hier ein geheimnisvolles Treffen, was auch so eine Belastung für dich sein kann. Also irgendwas ist da hier noch und das möchte dir das Universum jetzt mitteilen. Es ist ja auch hier Zeit. Wir werden gleich weiter gucken, für was. Es ist Zeit, den Träumen und Sehnsüchten zu folgen, in die Stärke reinzukommen, ja, in das Glück. Folge deinen Träumen, folge deinen Sehnsüchten, um glücklich zu sein. Hier haben wir noch den Wald vor lauter Bäumen. Oder hier ist der Wald, den man vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Das ist so die Nebelwand. Ja, man hat keinen Durchblick mehr. Und zwar sollst du hier Durchblick endlich in deinen Gefühlen bekommen, teilt dir das Universum jetzt mit. Bekomme den Durchblick in deine Gefühlswelt. Ja, damit da endlich Frieden und Harmonie hier einkehren kann. Und deswegen ist wahrscheinlich, sind die inneren Kindthemen wichtig, der Frieden mit dir selbst, wieder in die Freude reinzukommen, in die Kommunikation, nicht nur mit anderen zu kommen, sondern auch mit dir selbst, damit das hier erfolgreich werden kann, ja. Dann geht es hier nochmal um Elternthemen wahrscheinlich, dass da was in die Heilung reinkommt, ja. Könnte aber auch sein für den einen oder anderen, dass es jetzt wichtig ist, dass du so ein bisschen mit auf deine Eltern achtest, wegen ihrer Gesundheit. Ja, weil der Baum ist, steht auch immer für die Heilung, für Wachstum. Und mir kommt aber jetzt rein, achte so ein bisschen auch mit auf deine Eltern, wegen der Gesundheit. Ja, dass du da ein bisschen mit drauf guckst. Das sagt dir das Universum jetzt auch. Dann geht es um die Wunscherfüllung, um die Tiefe nochmal. Und um einen Neuanfang auch nochmal, ja. Wenn du vielleicht mit deinen Eltern in Streit warst, geht es hier auch um einen Neuanfang, ja, mit deinen Eltern neu zu beginnen, damit hier was in die Heilung reinkommt in dieser Verbindung. Es könnte aber auch für sich stehen, dass hier eine Wunscherfüllung ist, auf die du noch schaust und dass es hier bezüglich einer Verbindung einen Neuanfang hier geben wird, ja.
Genau. Es könnte aber auch was anderes sein. Es könnte aber auch noch sein, dass das hier, also dass du so ein Elternteil darstellst und dass bezüglich deines Kindes hier noch was in Heilung kommen kann. Ja, die Wunscherfüllung bezüglich deines Kindes. Vielleicht ist dein Kind krank. Vielleicht möchtest du da irgendwas noch aufklären in der Verbindung mit deinem Kind. Und das ist für den einen oder anderen hier auch noch wichtig. Nur für ganz wenige. Ja. Genau, mein Lieben. Ja, was machen wir denn noch Gutes hier für euch? Ich gebe euch noch eine schöne Karte mit vom geilen Scheiß des Glücklichseins. Das sind immer so tolle Botschaften. Und da gucken wir jetzt mal, was hier noch, was das Universum dir jetzt hier noch mitteilen möchte über diese Karten. Was möchte das liebe Universum uns jetzt hier noch mitteilen? Für dich. Was möchte das Universum für dich jetzt hier noch mitteilen? Was möchte das Universum dir mitteilen? Okay, da ist er auch schon. Und ich lese vor. Sei nicht so hart zu dir selbst, wenn du nicht weiter weißt, dich verloren fühlst oder noch nicht da bist, wo du sein möchtest. Wenn du bereits alles in deinem Leben hättest, was du dir wünschst, gäbe es überhaupt keine Chance mehr zu träumen oder zu wachsen. Sei also geduldig. Also du sollst jetzt in der nächsten Zeit wirklich hier geduldig sein. Geh nicht so hart mit dir selbst ins Gericht. Du kannst das alles erreichen. Das Universum teilt dir mit. Hier, du kannst das alles in den Erfolg reinbringen. Ob das jetzt ist, ob das in deiner Selbstständigkeit ist, ja, mit Heilung irgendwas, ob das jetzt hier mit Elternthemen, mit Kindthemen sein kann oder auch in der Verbindung mit den anderen Menschen. Also wichtig ist erstmal dein inneres Kind irgendwie zu heilen, damit du hier den Frieden erstmal findest. Und dann kannst du Step by Step hier einfach weitermachen und arbeite auch an deinen inneren Themen, damit du hier für dich selbst einstehen kannst, damit du dieser Herrscher wirst, damit du auch in den Neuanfang mit dir selbst gehen kannst und vielleicht auch mit einer anderen Person. Ja, die vielleicht hier noch auf dich zukommen könnte. Ja, meine Lieben, damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Schönen Abend und bis bald. Ciao.